Das Jugendbürgerhaus Profil in Garching bei München ist seit 1967 eine Jugendfreizeiteinrichtung des Kreisjugendrings Münchenland im Auftrag der Stadt Garching. Das Gebäude wurde 1893 als Schulhaus und später unter anderem als Poststelle und Redaktion einer Garchinger Zeitung genutzt. Heutzutage ist es für alle Jugendlichen zugänglich, unabhängig von Alter, Religion oder Herkunft. Doch was genau spielt sich hinter den inzwischen rot gestrichenen Mauern ab? Von Dienstag bis Donnerstag findet zwischen 16 und 21 Uhr der sogenannte offene Treff statt. Jugendliche sind herzlich eingeladen, sich im Profil zu treffen und dort entweder zu kickern, Billard, Tischtennis oder Videospiele zu spielen, im Internet zu surfen oder im Café den Schulalltag hinter sich zu lassen. Zusätzlich gibt es donnerstags einen Grillabend, an dem sich die Sozialpädagogen und ehrenamtlichen Helfer des Profils sowie auch alle Jugendlichen, die sich hier wohlfühlen, gemütlich zusammensetzen können. Freitags haben Jugendliche auch die Möglichkeit, einen Mottoabend zu veranstalten. Sie können dort unter anderem ihren Geburtstag feiern, selbst Musik auflegen oder sich zu einem DVD-Abend treffen. Der Samstag bietet Platz für Konzerte oder Partys, die von den Jugendlichen selbst mitorganisiert werden. Auch der Aktivspielplatz im Obstgarten, der für die Kleineren gedacht ist, wird vom Profil organisiert und von den ehrenamtlichen Jugendleitern tatkräftig unterstützt. Ein wichtiger Teil des pädagogischen Konzepts besteht darin, die Kreativität von Jugendlichen zu fördern, da diese den Grundbaustein für das Lösen von Konflikten darstellt und Selbstbewusstsein aufbaut. Weiterhin soll jungen Menschen Verantwortungsbewusstsein vermittelt werden. Somit gibt es ein Homepage-Team, das die Homepage des Profils gestaltet und auf dem neuesten Stand hält, eine Redaktion, die sich um Pressenachrichten kümmert, ein Filmteam, das Kurzfilme und andere Videoclips selbst dreht, ein Technikteam, welches für das Equipment im Profil zuständig ist, eine offene Gruppe, die für eventuelle Renovierungen sowie die Gestaltung der Räumlichkeiten im Profil sorgt und ein Booking-Team, das die Organisation von Konzerten übernimmt. Außerdem gibt es hauseigene Bands und Künstler, die sich im obersten Stockwerk musikalisch entfalten und im Tonstudio ihre eigens produzierten Kunstwerke aufnehmen können. Durch ihre Mitarbeit im Profil lernen Jugendliche, im Team mit anderen Menschen umzugehen und Verantwortung zu übernehmen. Sie werden in organisatorische Vorgänge gleichberechtigt mit eingebunden. Wie das in der Praxis aussieht, möchten wir anhand eines Beispiels vorstellen. Ein Konzert soll geplant werden. Das Booking-Team setzt sich an einem vorher vereinbarten Termin zusammen und bespricht grundlegende Fragen. Wann soll das Konzert stattfinden? Welche Künstler werden auftreten? Wer macht Werbung? Sind diese Fragen geklärt, wird der Flyer erstellt und ein Auftrag an die Druckerei gesendet. Sobald die Flyer da sind, werden sie an verschiedenen Plätzen ausgelegt, eben dort, wo sie die Jugendlichen erreichen. Auch online wird für das Konzert geworben. Bevor das Konzert losgeht, wird für Ordnung gesorgt, die Technik installiert und gekocht. Schließlich sollen die Künstler nicht verhungern, wenn sie schon gegen die Tür spielen, das heißt keine feste Gage erhalten. Jeder, der das Konzert freiwillig mitorganisiert, nimmt sich einer Aufgabe an. Und somit gibt es zum Beispiel immer jemanden, der an der Theke Getränke verkauft und jemanden, der am Eingang das Geld für den Eintritt entgegennimmt. Zum Schluss bauen die Künstler ihr Equipment auf. Dann folgt ein kleiner Soundcheck und es kann endlich musiziert werden. Können wir noch eins kurz mit Gesang beide anspielen? Don't know why it's all like this. My heart is filled with emptiness. Your words have stolen everything that I once had. Stitches and timestamps across his shoe, he still stands out amongst the throng. His waste of time never seemed to heal all those marks that have been.
kleines Statement zum Konzert, wie hat es euch heute getaugt? Hallo! Sehr cool. Coolstes Konzert seit längerem. Coole Stimmung. Also coole Atmosphäre, die Couchen waren. Also es war echt eine Couchen. 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 Sehr entspannte Atmosphäre, hat sehr Spaß gemacht. Die Künstler haben zwar nun Feierabend, aber trotzdem muss noch aufgeräumt werden. Auch hier wird im Team zusammengearbeitet. Ein zentrales Projekt des Profils ist auch das Open Air am Garchinger See, ein Musikfestival, das jährlich einmal im Sommer veranstaltet wird. Es beruht auf dem pädagogischen Konzept von Jugendlichen für Jugendliche, wird also auch von den ehrenamtlichen Helfern des Profils mit Unterstützung durch die Sozialpädagogen organisiert. So viele Jugendliche in Garching irgendwie einmal miteinander feiern können. Super, die Leute sind super, ihr seid super, alle sind nett hier. Im nächsten Jahr soll es anlässlich seines 5-jährigen Jubiläums etwas ganz Besonderes werden. Die ersten Vorbereitungen dafür haben bereits begonnen. Das Ergebnis der Jugendarbeit im Profil kann sich sehen lassen. Jugendliche können sich hier frei entfalten, lernen den Umgang mit anderen Menschen, tragen auch mal Verantwortung und das Allerwichtigste dabei, sie haben jede Menge Spaß daran. Es ist immer sehr stressig, aber es macht jedes Mal wieder Spaß, sonst würde ich es glaube ich nicht nochmal machen.